I'm meditating while I'm waiting to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me, this world is only what. Okay, dann fange ich mal an mit der ersten Interviewfrage, Josef. Und zwar, was genau machst du mit der Blume des Lebens? Also, was ich mit der Blume des Lebens bisher gemacht habe, ist, ich habe das Muster verwendet, um Wasser damit weicher zu machen. Es war auch eindeutig ein Unterschied, also circa nach einer Stunde oder zwei, drei Stunden spätestens wird jedes Wasser ein bisschen weicher von der Konsistenz her. Mhm. Und das kann man halt auch testen, indem man eben eine Blindstudie macht mit Menschen. Also, was meinst du mit Blindstudie? Also indem man die Leute testen lässt? Genau, also man gibt denen einfach zwei Gläser, wovon eins halt auf so eine Blume des Lebens, Aufkleber oder was auch immer, gestanden hat, und das Wasser schmeckt für ihn halt weicher. Das passiert auch, wenn man Wasser eben segnet mit den Händen oder eben darum bittet, dass es gesegnet wird. Und da hatten wir mal ein ganz lustiges Zusammentreffen, bei dem wir dann auch am Ende aus Scherz einfach Mezzomix gesegnet haben, und das hat tatsächlich ein bisschen fruchtiger geschmeckt. Könnte natürlich auch Vorstellungskraft sein, aber meiner Meinung nach spielt das eh eine große Rolle. Weil die Blume des Lebens, wie sie dargestellt wird, ist ja eigentlich nur flach, aber in Wirklichkeit ist es ein dreidimensionales Muster. Das muss man sich so vorstellen. Das heißt, wenn man die hier auf einer Fläche aufgemalt hat, dann ist das quasi wie so eine Kuppel darüber, ist diese Energie oder dieses Energiemuster, das man dadurch erzeugt, auch vorhanden. Mhm. Aber die Blume des Lebens funktioniert trotz allem auch in nicht dreidimensionaler Form, sondern nur als Bild in zweidimensionaler Form? Ja, weil das Muster sich automatisch bildet. Und das liegt daran, wie die Blume des Lebens im Prinzip aufgebaut ist. Beziehungsweise die Blume des Lebens ist eigentlich... alles ist die Blume des Lebens im Prinzip. Also das gesamte geometrische Muster wiederholt sich im Universum überall. Und das ist eigentlich das Muster der Kreation. Und das kann ich halt gut erklären, indem ich das jetzt mal aufzeichne. Das heißt, wir haben halt einen Punkt, von dem wir ausgehen. Das ist im Prinzip der Punkt, an dem das gesamte Universum gebündelt war vor dem Urknall. Und dieser Punkt ist der Ursprung des Bewusstseins sozusagen. Und das Bewusstsein hatte aber keine Bezugspunkte im Universum, weil ja noch nichts vorhanden war. Aus von diesem einen Punkt gibt sich dann ein Raum selbst, in dem es sich bewegen kann zunächst einmal und wahrnehmen kann, und nimmt dann in diesem kugelförmigen Raum dreidimensional wahr, in alle Richtungen, 360 Grad. Das darf man sich als Kugel jetzt vorstellen, mit einem Punkt in der Mitte, wie ein Atomkern. Und wenn das Bewusstsein diesen Raum wahrgenommen hat, dann möchte es sich in diesem Raum bewegen, weil es sich ja eine künstliche Grenze geschaffen hat, und bewegt sich dann bis zum Rand des Raumes. Zunächst. Und von diesem Rand des Raumes aus geht es wiederum aus und macht den nächsten Bewusstseinskreis, um noch mehr wahrzunehmen. Also es nimmt wieder in alle Richtungen wahr, bis zu den Grenzen seiner Wahrnehmung, sozusagen. So, und das ist das Fischzeichen im Prinzip, weil hier in der Mitte so eine Art Fisch ist, daher kommt der Name. Und das ist im Prinzip der Grundaufbau auch von dem obersten Chakra, das auch aus zwei Energiewirbeln besteht, also zwei Kreise. Und damit ist das im Prinzip das Erste, was nach Gott oder nach dem Schöpfer kommt, nach dem göttlichen Bewusstsein, ist eben unsere Intuition und die Kraft der Ideen. Da ist das Universum im Prinzip noch gar nicht mehr als nur eine Idee, aber das Bewusstsein ist halt perfekt, deswegen geht es immer bis zu dem Punkt in dem Kreis, wo sich die anderen beiden Kreise überkreuzen. Hier. Und kreiert da einen neuen Kreis, der genau
durch die Mitte der anderen beiden Kreise auch wieder hindurch geht. Das ist dann im Prinzip die Heilige Trinität, also Vater, Mutter, Sohn oder auch Heiliger Geist in den katholischen oder christlichen Gefilden. Aber es ist im Prinzip nichts anderes. Oder Tochter eben. Ja, soweit schon mal. Hast du noch eine Frage oder soll ich das noch weiter zeichnen jetzt? So, es geht noch weiter. Wenn du es gerne zeichnen möchtest, dann mach es ruhig. Mhm. Okay, also wir haben halt, das ist die Heilige Trinität und wenn wir weiter zeichnen, dann erfüllen wir den ganzen Kreis im Prinzip mit diesen Kreisen. Wie viele sind das insgesamt? Das werden jetzt erstmal, also insgesamt sind es 19 Kreise. Die ganze Blume des Lebens steht aus 19 Kreisen. Ich glaube, ich habe, ja, das ist das Problem ohne Zirkel. Ne? Ich hätte es nicht auf die Überschneidungen geachtet. So. Mit 4 Kreisen ist es halt dann im Prinzip die halbe Schöpfung. Die Schöpfung ist ja im Prinzip in 6 Tagen. Also mit der Heiligen Trinität ist es die halbe Schöpfung, weil die ist in 6 Tagen gemacht und insgesamt sind es 7 Kreise. Und nach 4 Tagen war, glaube ich, die Hälfte. Nee, nach 3 Tagen, weil es wurde ja in 6 Tagen erschaffen. So. Ja, müssen wir vielleicht ein bisschen schneiden. Also die, nochmal, die Schöpfung wurde ja in 6 Tagen erschaffen, am 7. Tag ruhte das Bewusstsein und das ist eben der Grundaufbau auch der Blume des Lebens, weil wir nämlich 6 Kreise haben und dann vervollständigt sich das Muster. Boah, das ist echt ätzend ohne Zirkel. Das können wir auch in fertiges Bild aus dem Internet nehmen. Ja. Je nachdem, wie du Lust hast, das noch zu zeichnen. Wenn wir jetzt keinen Zeitdruck haben, wie viel? Nö, haben wir nicht. Ist es okay, wenn ich dir jetzt noch eine Frage stelle oder möchtest du dich erstmal darauf konzentrieren? Ja, kannst du. Ich meine, wir können ja danach weitermachen. Mhm. Also. Das sind ja auch viele christliche Begriffe, die du jetzt genannt hast, also mit der Schöpfung oder der Trinität. Wie zum einen. Siehst du da den Zusammenhang zum Christentum oder würdest du da überhaupt sagen, da existiert einer? Also eigentlich ist das halt der Grundaufbau aller Religionen ist ja schon in der Blume des Lebens vorhanden und es gibt halt 30 und mehr Länder, in denen die Blume des Lebens schon gefunden wurde aus der Vergangenheit und es wurde halt in allen Ländern auch gleich genannt Blume des Lebens. Das heißt, weil wir hier in einem christlichen Kontext im Prinzip leben, sind das gerade auch die Begriffe, die du dafür verwendest. Aber letztendlich kann man sie auch praktisch in jeder anderen Religion wiederfinden. Ja, ich gehe sowieso davon aus, dass die Grenzen zwischen den Religionen im Prinzip nur illusorisch sind oder von Mächtigen geschaffen, um bestimmte Zwecke zu erfüllen. Aber im Endeffekt ist der Ursprung aller Religionen gleich. Und also wenn man diesen Kreis eben vervollständigt, dann hat man hier das Genesis-Pattern, also das Genesis-Muster. Und das ist im Prinzip auch schon der Grundaufbau des Lebens, weil wenn man das dreidimensional betrachtet, dann hat man hier im Endeffekt einen Kubus aus Zellen. Mhm. Ja? Ich kann mir das schon vorstellen, ja. Also wir hatten uns das auch mal angeschaut schon. Mhm. Und das ist halt sehr interessant, weil die Eizelle sieht auch so aus nach den ersten Teilungen. Mhm. Und was würdest du jetzt sagen, also unabhängig von dem Weichmachen des Wassers, wie nutzt du die Blume des Lebens sonst? Also ist es für dich ein sehr allgegenwärtiges Symbol, was praktisch, wo du jeden Tag auch öfter drüber stolperst oder was du auch regelmäßig nutzt?
Ja, also es ist halt auch ein sehr praktisches Muster, wenn man zum Beispiel ein Brainstorming machen will. Man kann sich die Blume des Lebens eben in der vollen Größe aufzeichnen und dann ja, schreibt man in jedes von diesen Blütenblättern einen Begriff, der eben dazu passt. Oder man hat einen Kernbegriff und schart dann die anderen Begriffe oder Ideen umeinander, um sich da zu orientieren. Und das nutzt du dann für persönliche Fragen oder so, also für persönliche Angelegenheiten oder Brainstorming, sage ich mal, wie man es noch aus der Schule oder aus der Uni kennt, wo man dann für sich selber themenzentriert überlegt. Also ich selber habe da bisher nur einmal so eine positive Mindmap gemacht und das hat mir halt weitergeholfen, insofern, dass ich halt positive Gedanken für meine eigene Zukunft da drauf geschrieben habe und die habe ich mir einfach über den Schreibtisch gehangen. Und das ist halt auch ein Muster, was eben meiner Meinung nach eine beruhigende Wirkung ausstrahlt. Bloß, dass die meisten Menschen es halt leider falsch verwenden, weil die Blume des Lebens geht ja noch wesentlich weiter. Wir haben dann im Endeffekt 19 Kreise, wenn wir die vervollständigen, und die meisten schneiden die außen ab. Und das ist eigentlich gar nicht so gut. Ja, weil die Blume des Lebens ist ja nicht das hier, sondern die Blume des Lebens ist das Gesamte. Und da komme ich später noch drauf, warum das eben so wichtig ist. Weil das hat auch was mit der Weiterentwicklung des Bewusstseins zu tun. Das ist ähnlich wie bei der Dimensionenlehre. Man startet mit einem Punkt, eine Dimension. Erste Dimension, eine Linie ist die zweite Dimension, ja, eine flache Form ist ist im Prinzip die dritte Dimension schon, oder sehe ich das falsch? Nee, die nullte Dimension ist der Punkt, ne? Aber trotzdem ist das auch schon irgendeine Daseinsebene, nur halt nicht vorhanden, so ähnlich wie vor dem Urknall, einfach nichts da war. So, und dann kommt halt die Dreidimensionalität rein, und so ist das auch bei der Blume des Lebens. Und allein schon hier das Genesis-Muster hat schon mindestens vier Dimensionen eigentlich. Und was ist die vierte Dimension? Das Die Zeit? Übersinnliche. Nee, die vierte Dimension ist die Zeit. Ne, wir haben Raum und dann Zeit, die ja den Raum auch verändert, im Prinzip. Und es gibt noch weitere Dimensionen, die können wir halt nur sehr schwer begreifen, genauso wie jetzt vielleicht eine Ameise sehr schwer begreifen kann, was ein Auto ist. Okay, ich glaube, ich würde jetzt erstmal weiterfragen. Wie bist du denn zu der Blume des Lebens gekommen? Also für mich war das irgendwie, ich habe die ein paar Mal gesehen auf irgendwelchen T-Shirts oder bei irgendwelchen spirituell angehauchten Menschen. Und ich habe halt erstmal nicht so richtig gewusst, was es ist. Und dann habe ich mich informiert und herausgefunden, dass es eben mit dem Gesamtaufbau des Universums zu tun hat. Und da ich mich halt schon immer für Fraktale auch interessiert habe, habe ich dann eben auch die Blume des Lebens als das gesehen direkt, weil das ja im Prinzip aus dem einen kleinen Punkt entsteht im Prinzip ein Muster. Und das Muster, das kann sich nach außen hin unendlich wiederholen und es wird auch sich, je nachdem, wie weit man nach außen geht oder reingeht, wenn man das ins Unendliche fortsetzt, widerspiegeln. Und so sehe ich die Welt sowieso. Es ist im Prinzip wie der Atomkern, Neutronen und Elektronen hat, die darum kreisen, hat halt die Sonne Planeten, die darum kreisen. Und unsere ganze Galaxie kreist insgesamt, führt eine runde Bewegung aus. Entweder eine spiralförmige Bewegung, wie bei der Fibonacci-Spirale, die übrigens auch in der Blume des Lebens vorhanden ist, oder eben eine runde Bewegung. Oder auch eine Torusbewegung, weil wenn man das dreidimensional betrachtet, dann ist das wie bei einem Apfel, wie bei der Apfelform. Es geht von außen, innen nach außen, von außen wieder nach innen. Und die Energie bewegt sich quasi in alle Richtungen gleichzeitig permanent. Und die Informationen, die du über die Blume des Lebens auch hast, bist du da mit Menschen eher in Kontakt gekommen oder hast du gesagt, du möchtest dich gerne im Internet oder über Bücher darüber näher informieren? Also ich habe erst mit Menschen gesprochen darüber und dann kam halt das Internet auch hilfreich dazu natürlich. Da gibt es auch einige sehr aufschlussreiche Videos von Spirit Science.
Das mag jetzt vielleicht dann auch hinterfragbar sein, woher die ihre Informationen haben, kann man aber sicherlich auch herausfinden. Auf jeden Fall ist das schlüssig mit vielem, was ich selbst schon gesehen habe, und ich versuche das immer selber abzugleichen mit mehreren Quellen, und das, was dann stimmig ist und was ich auch nachvollziehen kann, das übernehme ich dann für mich selbst. Mhm. Ja. Gut, jetzt habe ich meine nächste Frage, die ich hier aufgeschrieben habe. Wie nutzt du die Blume des Lebens? Jetzt hast du selber gerade gemeint, dass du Verschiedenes, was du gesehen hast, dann selber auch erfahren hast. Also praktisch wurde dann der Beweis, den du dann selber erlebt hast. Was, kannst du da vielleicht was erzählen? Also gibt es da irgendwelche Anekdoten zu? Das hatten wir ja eigentlich schon. Ja, hatte ich ja eigentlich schon erwähnt. Gesagt, ja, gut. Weiter, ja, stimmt. Ja. Ja, gut, die Frage 4. Kannst du uns erklären, wie genau oder was genau bei der Blume des Lebens wirkt? Also es ist auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall was mit Elektromagnetismus zu tun, weil wenn man Materie nach einem bestimmten Muster ausrichtet, dann übernimmt auch das elektromagnetische Feld die Ausrichtung. Deswegen kann man ja auch angeblich Edelsteine in der Sonne aufladen. Die werden ja dann auch warm, aber nicht nur zieht ein elektromagnetisches Feld, um überhaupt vorhanden sein zu können. Das heißt, auch dieses Glas ist nur deswegen da, weil es irgendein elektromagnetisches Feld ist, den ich eben schon mal beschrieben habe, der aus 8 Kugeln besteht, wie bei einem Würfel, 8 Seiten. Ne? Man kann das ja im Prinzip hart abgrenzen oder rund abgrenzen. Ne, auch die Blume des Lebens ist so. Man kann entweder eine harte Abgrenzung machen nach außen hin oder man macht eine runde Abgrenzung. Das eine ist im Prinzip die männliche Form und das andere ist die weibliche Form. Wobei ja auch die weibliche Kraft im Universum die bewahrende Kraft ist und die männliche Kraft eher die Kraft der Ideen ist, also des Neuentstehens von Formen. Und nutzt du dann verschiedene Formen oder verschiedene Teile des Blumen? Also sprichst du dann praktisch jetzt die weibliche Kraft oder die männliche Kraft auch manchmal dann direkt an? Oder wie kann man sich das vorstellen? Das kommt ja darauf an, was ich gerade erreichen will. Wenn ich kochen will, dann ist es wahrscheinlich tendenziell, auch wenn es klischeehaft klingt, eher die weibliche Kraft, die ich dann nutze. Und wenn ich, weil ich ja den Körper erhalten will, wenn ich was bauen will, dann nutze ich auf jeden Fall erstmal die männliche Kraft, weil es muss ja erstmal die Idee her. Ja, ne? Wobei man männlich und weiblich in dem Fall am besten nicht so klischeehaft betrachtet, wie wir das in unserer Gesellschaft verwenden. Aber kann man dann sagen, dass das dann ein direktes Ansprechen und dran denken auch ist? Oder durch das, also durch die Tatsache allein, dass du dann entweder dich mit etwas Erhaltendem oder etwas Neuem beschäftigst, dass du dadurch dann automatisch. Es ist ein natürlicher Fluss eigentlich. Okay. Jeder Mensch hat ja beide Seiten und verwendet sie auch täglich. Nur eben bei dem einen ist das mehr ausgeprägt, beim anderen das. Deswegen gibt es vielleicht auch Menschen, die dann eine so starke weibliche Seite haben, aber trotzdem männlich sind, dass sie halt eben lieber sich sexuell anders ausleben wollen. Oder vielleicht ist es auch ein inneres Ungleichgewicht bei diesen Menschen, ohne die jetzt als krank hinstellen zu wollen. Ich finde, der Begriff wird sowieso viel zu oft um sich geschmissen. Die eben eigentlich nur ein Ungleichgewicht dann ausleben dadurch. Kannst du auch erklären, wie das mit dem Wasser funktioniert? Also du meinst ja, dass du sie benutzt, um Wasser weich zu machen. Kannst du erklären, wie das wirklich funktioniert? Oder was da funktioniert? Also auch mit den elektromagnetischen... Ja, da, wie gesagt, das ist im Prinzip, du erinnerst das Wasser ja, wie die Forschung von Masaru Emoto, glaube ich, war es, beschrieben haben oder gezeigt haben, man erinnert das Wasser an irgendeine Form und das Wasser prägt sich diese Form ein und behält die auch bei. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie auch ein Glas Wasser einfriere oder wenn ich das mit einem Glas Reis mache mit Wasser drin und ich lasse halt eins stehen und ignoriere das, das andere beschimpfe ich mit Arschloch oder du bist hässlich und das andere bespreche ich mit, du bist gut. Und aus dem einen wird halt Reiswein, aus dem anderen, das andere wird gar nicht schlecht, das, was mit positiver Energie besprochen wurde, und das Ignorierte wird ganz schwarz, weil das eben komplett keine Aufmerksamkeit erfahren hat.
Und die Blume des Lebens erinnert das Wasser dann an die Form? An die Urstruktur, ja. Mhm. Die zuerst im Universum vorhanden war. Würdest du dann spürst du dann auch gewisse Auswirkungen, wenn du das Wasser dann trinkst? Also, dass du sagen kannst, okay, wenn ich die Struktur in meinen Körper bringe, dass ich dann auch eine Veränderung dadurch... Ja, natürlich, weil das Körper das körpereigene Wasser erinnert sich dann auch wieder an diese ursprüngliche Form. Okay. Und damit hat man quasi eine Art Reset regelmäßig, ne? Und informiert den Körper mit der richtigen Information. Aber gerade deswegen ist es auch wichtig, die Blume des Lebens nicht mit dem Rand drumherum zu verwenden, sondern offen, beziehungsweise abgeschlossen mit den letzten Kreisen. Wie fühlt sich so ein Reset dann für dich an? Also es kommt halt drauf an, was ich verwende. Ne? Wenn ich jetzt nur Wasser verwende, was ich vorher gesegnet habe, dann kann das sehr gut sein, je nach Wasserqualität. Oder einfach nur wenigstens nicht ganz so giftig, sage ich mal. Mhm. Und wenn ich jetzt Himalaya-Salz noch dazu nehme, das ja aus dem Urmeer stammt, dann habe ich natürlich eine viel stärkere Rückerinnerung an den Ursprung und habe dadurch auch einen stärkeren Energiefluss. Also ich habe auch manchmal den Eindruck, dass man damit nicht nur sich selber verändert, sondern auch das Bewusstsein der Menschen um sich herum, weil die neu ausgerichtet werden auf eben auf den ursprünglichen Bewusstseinszustand, den wir mal hatten. Der ist ja heutzutage stark verändert durch Gifte und diverse Funkwellen und so, die eben täglich auf uns eindringen. Wobei ich auch der Meinung bin, dass da unser Körper ja ein elektromagnetischer Körper ist und sich auch weiterentwickelt, also der feinere Körper, aus dem unser physischer Körper entsteht, ist elektromagnetisch. Ja, dass wir da auch eben selber Wellen senden, die zum Teil andere Wellen aussetzen. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man sich nicht mit der Blume des Lebens unbedingt schützen, wenn man jetzt in einen Atomreaktor reinläuft, aber es könnte natürlich schon sein, dass es ein bisschen was verbessert. Mhm. Okay, und was denkst du, wo die Blume des Lebens herkommt? Also ich denke mal, dass es einfach schon, wenn man anfängt zu spielen mit dem Zirkel, kann es ja mal passieren, dass man sowas aufzeichnet. Ne? Und die Menschen haben ihr Bewusstsein ja langsam entwickelt mit dem Tun auch. Ja. Ja, wir waren ja wahrscheinlich schon immer praktische Wesen und haben nicht nur gesessen und gedacht oder eben über die Bewegung im Außen auch immer wieder gelernt. Und wahrscheinlich haben halt gute Beobachter, vielleicht die ersten Philosophen oder Maler, dieses Muster auch in der Natur immer wieder gesehen. Und haben dann eben versucht zu ergründen, was das bedeuten könnte. Mhm. Also man kann es sich ja auch selbst erschließen im Prinzip. So, also ich habe jetzt hier mal weitergezeichnet und das ist im Endeffekt der Samen des Lebens. Ne, wenn man hier nochmal eine Reihe Kreise weiterzieht, dann haben wir hier auch schon die ersten zweiten Blüten. Das ist jetzt nicht so genau leider ohne Zirkel, aber... Und ja, auf jeden Fall. Gut, ich habe noch eine letzte Frage und dann würde ich sagen, dass du auf jeden Fall gerne danach noch ein bisschen was erzählen magst. Ja, kannst du auch. Also die letzte Frage wäre jetzt erstmal, würdest du dich selber als religiös oder spirituell bezeichnen? Also ich bin nicht religiös, weil ich finde halt, Religionen haben viel durch Missdeutung viel kaputt gemacht. Ich sehe mich eher als Menschen, der für sich selber forscht. Das heißt, ich versuche die wissenschaftliche Seite der Esoterik oder der spirituellen Lehre eben zu ergründen und versuche dann eben auf wissenschaftliche Art und Weise mir auch zu erklären, wie das funktioniert, wie das zusammenhängen kann. Aber das geht natürlich nur, wenn man in Betracht zieht, das Bewusstsein und Intention auch schon was verändern kann in der Welt, auch in der physischen Welt, auf atomarer Ebene können Gedanken schon was verändern. Und das haben wir ja im Prinzip jetzt rausgefunden, es ist halt nur, natürlich gibt es immer noch sehr viele Menschen, die sich weigern, das zu sehen, aber für die ist, glaube ich, auch Spiritualität nichts, weil sie sich nur auf das verlassen, was sie anfassen können und was sie gesagt bekommen im Prinzip. Was bedeutet Gott für dich?
Gott ist für mich das Bewusstsein, das alles umfasst. Also im Prinzip bezieht das uns mit ein und wir sind im Prinzip ein Teil von Gott. Das heißt, als göttliche Funken oder als Ebenbilder Gottes ja auch beschrieben. Das heißt, wir können selber auch göttlich wirken, wir können kreieren, wir haben diese kreative Kraft, mit der wir Dinge verändern können. Wir können heilen, wir können Dinge bauen, wir können was planen, was anderen hilft und ihnen dabei helfen, den Plan umzusetzen oder so. Mhm. Und damit haben wir eine ganz schöne Menge Macht. Und das wird uns halt oft durch ja, die meisten Institutionen abgesprochen. Deswegen war halt Sexualität meiner Meinung nach auch so verpönt, weil eben ja, unsere stärkste Kraft, die kreative Kraft, genau das ja ist. Wir können ein neues Leben kreieren. Ein Mensch, der neu auf die Welt kommt, kann die ganze Welt verändern. Wenn er Präsident wird zum Beispiel oder wenn er irgendeine andere große Erfindung macht, die die Welt verändert. Mhm. Und von daher ja, sollten wir halt den Respekt vor dem Leben, vor dieser kreativen Kraft nicht verlieren. Und das tun wir halt, wenn wir Frauen schlecht behandeln, wie zum Beispiel im Islam zum Teil oder ja, eben auch bei uns noch vor einigen Jahren und auch zum Teil immer noch. Und das tun wir auch, indem wir unsere eigene Sexualität verleugnen und uns eben ja, verklemmen lassen von katholischen Werten oder von ja, Anstandswerten, sage ich mal. Ja, und auf der anderen Seite darf man es halt nicht überbewerten, weil ja, ich sag mal, du kannst kreativ sein und kannst irgendwas an die Wand klatschen, dann hast du irgendein verrücktes Muster oder so, aber es ist keine Kunst. Und wenn du mit Liebe halt ein Bild malst, dann kommt da auch was bei rüber, ein Gefühl, eine Emotion oder du kannst halt sehen, was für eine Landschaft er da beschreiben wollte und wie er sie empfunden hat oder sie empfunden hat. Das heißt, ja. Du unterscheidest dann aber schon auch zwischen praktisch einer spirituell geleiteten Tätigkeit oder Kreativität und einer nicht spirituell geleiteten. Also wenn du ja. sagst, jetzt einfach irgendwo was hinzuklatschen, wäre in deinen Augen dann keine Kunst, weil da das Gefühl praktisch fehlt oder die Aussagekraft. Es ist kreativ, aber es ist keine Kunst. Mhm. Kreativ ist, er hat es erschaffen. Er hat es kreiert oder sie hat es kreiert. Aber es ist halt keine Kunst, irgendwo was hinzuschmeißen. Es ist eine Kunst, das fein darzustellen oder das darzustellen, was in einem drin ist. Und, aber es muss auch beide Seiten geben, weil sonst können wir ja nicht unseren freien Willen haben. Ja, also das ist halt im Prinzip eins der höchsten universellen Gesetze, der freie Wille jeder Seele. Und je weiter wir unser Bewusstsein entwickeln, je mehr können wir unseren freien Willen auch einsetzen. Und ja, also ich habe mich mal bewusst Gott hingegeben, indem ich dafür gebetet habe. Und für mich hat es sich in kein Moment danach so angefühlt, als wäre ich irgendwie fremdgesteuert oder als würde mir irgendwas genommen, sondern ich hatte eher das Gefühl, ich habe was dazu gewonnen und das hat mich weitergebracht. Ich hatte noch eine Frage zum Thema, also zurück zur Blume des Lebens. Hast du irgendwie so Amulette und oder irgendwie spezielle Bilder oder sowas von der Blume des Lebens, die du vielleicht hast? Also ich habe nur eine Glaskaraffe und ein Glas, aber das war jetzt auch nicht so wichtig, dass die Blume des Lebens da drauf ist. Ich finde es halt viel besser, direkt das zu visualisieren. Das heißt, ich stelle mir das vor und projiziere das eben auf den Punkt. Oder was auch ganz gut funktioniert, eben das auch mit dem Torus zu machen. Weil der Torus, also das Torus Feld im Prinzip ist das Feld, das unseren Körper auch umgibt, wie so eine Art Apfel und auch was die Erde umgibt als Magnetfeld und das ist eben das Feld, was alles erhält im Prinzip. Könnte man das auch als Kugel betrachten, aber das steckt eigentlich in jedem Kreis der Blume des Lebens auch. Und das ist im Prinzip das, was auch unsere Zellen erhält, das heißt, wir können das visualisieren, dass eben durch diesen ständigen Energieaustausch unser Körper auch geheilt werden kann. Und dadurch, dass wir es visualisieren, stärken wir auch unsere Visualisationsfähigkeit und werden eben besser da drin.
ich will jetzt nicht unbedingt behaupten, dass wir deswegen jetzt gleich irgendwie durch die Gegend fliegen können oder irgendwelche Dinge levitieren können, aber der Anfang ist, davon ist einfach das, die Visualisationsgabe und dann eben herauszufinden, wie können wir das dann auch umsetzen im Alltag. Also das heißt, du trägst die gar nicht an dir, also in ausgedruckter Form oder so? Brauche ich ja nicht, ich kann die ja selbst kreieren. Mhm. Ja. Wenn ich meine kreative Kraft wahrnehme, kann ich das auch selber kreieren. Ja. Hast du denn schon 19 Kreise? Ja, ich glaube, das wird nichts. Ja, mit Zirkel wäre es auf jeden Fall. Aber so ist auch schon gut. Ich kann ja nochmal das Bild raussuchen. Mhm. Aber das sieht ja schon anders aus als die gängige, also das gängige Bild, oder? Auch ja, bei dem gängigen Bild ist halt, sind halt hier noch Kreise dabei. Ja. Und dann kommt halt die Umrandung. Oder beziehungsweise die Umrandung ist dann hier und schneidet die Kreise hier ab. Und das ist eben der Fehler, das sollte man nicht tun, denn das ist das vollständige Bild. Mhm. Aber das heißt, wenn jetzt im Prinzip, ich glaube, wie viele Kreise habe ich gerade gezählt? Das waren 11. Das heißt, wenn jetzt beziehungsweise der Blume oder an ihrem Aufbau. Das sind alles im Prinzip Grundmuster davon. Es gibt ja auch noch den Baum des Lebens, der in der kleineren, also in dem Genesis-Muster auch drin ist. Der ist zum Beispiel auch in der Kabbale drin, aber auch in vielen anderen Religionen. Es wird halt, kann nicht rausgefunden werden, von welcher Religion der jetzt ursprünglich stammt. Aber der hat eben auch eine ganze Menge mit eben diesen alten keltischen Sagen zu tun, wo ja auch der Baum des Lebens oft erwähnt wird. Und das ist im Prinzip auch einer der der Grundstamm des Lebens, von dem alles ausgeht. Und zwar jetzt nicht wie in der Kabbale beschrieben, sondern einfach nur quasi die das, worin das Leben verwurzelt ist oder womit sich das Leben verwurzelt im Universum. Deswegen glaube ich auch nicht daran, dass im Universum nur jetzt unser Planet belebt ist, sondern ich gehe sogar davon aus, dass fast jeder Planet irgendeine Form von Leben hat. Sei das jetzt nicht körperliches, energetisches Bewusstsein, das sich in irgendeiner Form ausdrückt, oder eben manifestiertes Bewusstsein in Form von Materie. Ich glaube, die Übergänge sind da eigentlich fließend. Und das verkennen wir in der normalen Wissenschaft, weil wir eben so begrenzt sind durch viele verschiedene Lehren, denen wir dann folgen müssen, weil wir sie aufgedrückt bekommen haben. Aber eigentlich ist es auch nur wahrscheinlich irgendwo eine Angst zu erkennen, dass wir eben nicht endlich sind. Ne? Weil das würde ja bedeuten, dass wir immer wieder geboren werden, dass wir sehr viel Zeit hier verbringen. Und vielleicht auch, dass wir die Fehler, die wir gemacht haben, auch irgendwann wieder gut machen müssen. Aber das ist meiner Meinung nach auch eine sehr pessimistische Ansicht. Genauso wie dieses blöde Argument, was die meisten Satanisten oder Atheisten, die ich kenne, bringen, dass halt Gott ungerecht ist. Das ist meiner Meinung nach sehr kurzsichtig. Ja, also ich habe noch eine Frage. Wie lange beschäftigst du dich schon mit der Blume des Lebens? Oder kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal angefangen hast? Ich glaube, 5-6 Jahre jetzt. 5-6 Jahre, Und wann die Blume bist du jetzt? Ich bin jetzt 29. War die Blume des Lebens das erste Symbol, womit du dich dann eher mit dem Spirituellen beschäftigt hast? Oder wie war der erste Kontakt dazu? Der erste Kontakt war, als ich 25 war, da habe ich jemanden getroffen, der hat halt bei mir gewohnt und seine Bekannte, die wussten irgendwie beide eine ganze Menge und haben mich halt auch ganz viele Dokumentationen auch gebracht und so, die ich dann mit denen angeschaut habe. Vorher habe ich halt mich mehr mit Yoga und mit Heilung und Selbstheilung beschäftigt. In der Physiotherapieausbildung und durch meinen Yogameister. Und ja, ich glaube, ich habe auch schon mal bei meinem Yogameister vor 10 Jahren das erste Mal die Blume des Lebens gesehen, habe das aber damals nur als
schönes Muster empfunden, jetzt da nicht weiter drauf eingegangen, weil wir haben uns halt eher mit dem praktischen Visualisieren und Mitfühlen und der Heiltätigkeit da beschäftigt. Ja. Und sich, kannst du dich daran erinnern, dass es, also, dass es eine große Veränderung oder einen großen Schnitt in deinem Leben gab, sage ich mal, seitdem du, ich weiß nicht, ja, vom Glauben kann man ja schon reden, also seitdem sich deine Überzeugung dahingehend so ja, auch erweitert hat? Es ist schon ein Bewusstseinsquantensprung, weil man kann ja im Prinzip sich dann auch durch die Visualisationsgabe das gesamte Universum vorstellen und kann eben an jedem Teil des gesamten Universums auch was Positives oder Negatives visualisieren. Und für dich, also kannst du merken, also konntest du an dir eine Veränderung feststellen oder irgendwie an deinem Leben? Also ich habe halt das Gefühl, es ist mehr synchron, das ist wie so eine größere Synchronizität, aber ich kann nicht sagen, ob das auf die Blume des Lebens zurückzuführen ist oder nicht mehr nur allgemein, darauf, dass, mit dem, auch was du erzählt dass wir hast. Einfach irgendwie besser vom Bewusstsein her zusammenarbeiten. Ich weiß es nicht genau. Ich denke mal, da passiert halt auch viel auf der Traumebene, die wir ja auch kaum erforscht haben bis jetzt, dass man eben sein Bewusstsein da auch noch weiterbildet oder eben eine ganze Menge mehr macht noch, als wir am Tag schaffen, weil wir haben am Tag ja viel zu wenig Zeit. Und Zeit ist ja nicht eine lineare Sache, sondern es ist halt auch wieder nur eine Dimension, die im Prinzip auch wieder wie ein Kreis oder eine Spirale immer am gleichen Punkt wieder ankommt. Und deswegen können wir die Zeit auch anders durchschreiten. Das ist halt nur, sag ich mal, von einem dreidimensionalen Wahrnehmungsstandpunkt sehr schwer zu begreifen, weil die meisten Menschen eben noch in dieser dreidimensionalen Welt leben und das gewöhnt sind und das auch erwarten. Und durch diese Erwartungshaltung schränken sie natürlich ihre Wahrnehmung auch wieder ein. You are.